Durch die aktuelle Krise wird der Airbus A380 mit einer ganz anderen Vehemenz aus den Flotten der ganzen Fluggesellschaften rausgedrückt, als das eigentlich vor kurzem noch geplant war. Grund genug, um sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen und mal ein bisschen drüber zu sprechen. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich erzähle ja keinem von euch was Neues, wenn ich euch sage, dass so gut wie keiner der aktuell 15 A380-Betreiber wirklich daran interessiert ist, diesen Flugzeugtypen weit über ein Alter von 10 Jahren zu bringen. Lediglich Emirates und Highfly nehmen in dieser ganzen Nummer irgendwie so eine Art Sonderrolle ein. Die eine Fluggesellschaft, weil sie so viele Airbus A380 in ihrer Flotte hat, dass ihnen gar nicht unbedingt etwas anderes übrig bleibt, als diesen Flugzeugtypen langfristig zu betreiben. Die andere Fluggesellschaft, weil sie so wenig von diesen Flugzeugtypen in der Flotte hat, genau gesagt einen einzelnen A380, der als mehr oder weniger flexibel einsetzbare Ad-Hoc-Charter sowieso eine Sonderrolle in diesem ganzen Konstrukt einnimmt. Aber was machen denn die ganzen anderen Fluggesellschaften mit ihren Airbus A380? Fangen wir am besten mal ganz vorne an. Singapore Airlines hat im Jahr 2007 den ersten Airbus A380 bekommen. Seitdem wurden 24 A380 an diese Fluggesellschaft ausgeliefert. 5 dieser 24 ausgelieferten Maschinen wurden ganz planmäßig nach abgelaufenem Leasing zurückgegeben. 2 davon sind mittlerweile auseinandergebaut bzw. verschrottet. 2 weitere davon stehen noch immer in Frankreich geparkt und werden bald verschrottet. Und einer, der ist halt zu Highfly gegangen und übernimmt jetzt gerade eben die Rolle des einsamen Einzelkämpfers. Damit bleiben 19 Airbus A380 bei Singapore Airlines übrig und diese Maschinen sind zum aktuellen Zeitpunkt alle geparkt. Unter anderem sogar in Alice Springs in Australien. No. Und Stand jetzt bezweifelt man eigentlich nicht, dass Singapore Airlines diese A380 irgendwann mal wieder an den Start bringen wird. Immerhin gehören einige Singapore Airlines A380 zu den wenigen A380 insgesamt, die im Laufe ihres Lebens irgendwann mal ein Update bei der Kabinenausstattung erleben durften. Bei vielen anderen Fluggesellschaften galt ja bis zuletzt, fliegst du da mit einem A380, dann hast du höchstwahrscheinlich auch ein veraltetes Kabinenprodukt. Dazu kommt, 5 Airbus A380 in der Flotte der Singapore Airlines sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht einmal 4 Jahre alt. Mittlerweile ist aber auch bei Singapore Airlines, genauso wie bei sehr vielen anderen Fluggesellschaften auch klar, dass man nicht so schnell zur Vorkrisengröße zurückkehren wird. Das wird auch hier sicherlich einige Jahre dauern. Das bedeutet auch hier, dass man das Ausflotten einiger älterer Flugzeuge definitiv beschleunigen wird. Was das dann aber genau für den Airbus A380 bedeutet, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Da gibt es keine konkreten Informationen von Singapore Airlines. Das bleibt also abzuwarten, wäre aber schade, wenn nicht einmal die paar frischen und wirklich gut ausgestatteten Airbus A380 der Singapore Airlines nach der Krise wieder in die Luft kämen. Aber gut, weiter im Text. Emirates fliegt zum aktuellen Zeitpunkt mit 115 Airbus A380 in der Flotte, hat damit die größte A380-Flotte weltweit. Die befinden sich aktuell alle ausnahmslos am Boden und aus der Emirates-Chefetage kam mittlerweile die Info, dass man, Stand jetzt, erwartet, dass man nach der Krise mit 20-30% weniger Flugzeugen in der Flotte weitermachen könnte. Laut verschiedenen Quellen lässt sich diese Information aber höchstwahrscheinlich nicht 1:1 auf die A380-Teilflotte übertragen. Hier könnte der Abgang deutlich heftiger ausfallen. Man liest von um die 40 bis teilweise sogar um die 90 Airbus A380, die Emirates nach der Krise vielleicht eventuell erst einmal nicht mehr gebrauchen könnte. Offizielle Zahlen seitens der Fluggesellschaft gibt es hier allerdings nicht, deswegen würde ich auf die ganze Spekulation auch erstmal nicht so wahnsinnig viel geben. Vor allem aufgrund der Tatsache, wie anfangs bereits erwähnt, dass Emirates allein aufgrund ihrer Flottenstrategie ja durchaus bei diesem ganzen A380-Thema eine gewisse Sonderrolle einnimmt. Emirates-Chef Tim Clark gibt sich bei einem Interview mit der Financial Times auch aufgrund dieser Tatsache logischerweise recht optimistisch, was das A380-Thema angeht. Und immerhin macht er klar, dass natürlich der A380 auch in Zukunft bei Emirates eine ganz wichtige Rolle spielen wird. Und er vermutet sogar, dass er eventuell bereits in 2 Jahren all diese Flugzeuge, die jetzt abgestellt sind, schon wieder in die Luft bekommen könnte. Das ist dann aber auch echt noch eine ganze Weile hin und bis dahin muss auch definitiv Emirates einige Airbus A380 langfristig parken bzw. langfristig einlagern. Hier jetzt aber eine konkrete Zahl zu nennen oder einen konkreten Zeitplan aufzustellen, ist schlichtweg nicht möglich. Dazu kommt aber auch noch, Emirates soll eigentlich noch 8 Airbus A380 bekommen. Also die haben noch 8 offene Bestellungen für diesen Flugzeugtypen. Und dass das nur noch 8 Airbus A380 sind und dass dann nach diesen 8 Flugzeugen auch definitiv Schluss ist,
Das war ja schon vor einiger Zeit ein richtig großes Thema, bei dem es anscheinend intensive Verhandlungen gab. Und Emirates hat ja mit einer dazugehörigen Stornierung von knapp 40 Airbus A380 mal eben das Projektende für 2021 eingeläutet. Jetzt mal eben so auch noch diese letzten 8 offenen Bestellungen zu stornieren, weil man diese neuen Flugzeuge gerade einfach nicht gebrauchen kann, das wird so einfach nicht möglich sein. Was nicht zuletzt natürlich auch daran liegt, dass sich die Flugzeuge schon im Bau befinden bzw. teilweise sogar schon fast fertig sind. Aber auch dazu gibt es noch keine konkreten Infos, deswegen Geduld. Ähnlich ist das bei der australischen Qantas, nur halt eben in einer ganz anderen Größenordnung. Die haben 12 Airbus A380, die zum aktuellen Zeitpunkt ebenfalls alle geparkt sind, teilweise sogar in Dresden bzw. in Abu Dhabi, denn an diesen beiden Standorten lässt Qantas ihre A380-Flotte kabinenseitig wieder frisch machen. Eine wirklich klare Aussage über die Zukunft der A380-Teilflotte bei Qantas wurde aber auch hier seitens der Fluggesellschaft noch nicht getroffen. Aber es wurde von Anfang an ganz klipp und klar gesagt, die Möglichkeit, mit weniger als 12 A380 wieder an den Start zu gehen, die hält man sich definitiv offen. Gut. Etwas konkreter wird es dann, oder sehr viel konkreter wird es dann bei der französischen Air France. Da können wir die ganze Sache kurz machen. 10 A380 hatte man in der Flotte, 10 A380 wollte man bis zuletzt so schnell wie möglich loswerden. In 10 A380 hatte man exakt genau gar kein Geld mehr investiert und die 10 A380 bei Air France waren wahrscheinlich die Airbus A380, die von den ganzen Passagieren am ehesten gemieden wurden. Und dann stand irgendwann mal 2024 im Raum, kurz danach 2022 und das war auch bis zuletzt der aktuelle Stand. Jetzt mittlerweile weiß man, Air France wird den A380 für Passagiere tatsächlich gar nicht mehr in die Luft bringen. Da ist das Thema A380 also jetzt schon durch. Lufthansa hat 14 Airbus A380 in der Flotte und auch diese Maschinen sind zum aktuellen Zeitpunkt alle ausnahmslos geparkt. Die sind alle am Boden und Lufthansa machte ja auch gerade erst, in Anführungszeichen vor kurzem, mit einem bestimmten Airbus-Deal auf sich aufmerksam. Dieser Deal besagte, dass Airbus in den Jahren 2022 bzw. 2023 6 Airbus A380 von der Lufthansa zurückkaufen wird. Jetzt hingegen nutzt Lufthansa folgende Formulierung: Die Option der Reaktivierung wird für München aufrechterhalten. Konkret bedeutet das, Lufthansa gibt definitiv die Hälfte ihrer A380-Flotte ab. Und wenn die Lufthansa den A380 wieder einsetzen sollte, dann wird das in München passieren, nicht in Frankfurt. Weiter geht's, Korean Airlines hat auch noch 10 A380 in der Flotte, auch diese Flugzeuge befinden sich zum aktuellen Zeitpunkt alle am Boden. Korean Airlines war mit einer der ersten Fluggesellschaften, die aufgrund der aktuellen Situation ihre A380-Flotte am Boden lassen mussten. Und obwohl sich mittlerweile schon wieder gut 2/3 aller Korean Airlines Flugzeuge in der Luft befinden, bleibt der A380 noch immer am Boden. Ob und wann er wieder eingesetzt werden könnte, ist zum aktuellen Zeitpunkt auch noch nicht klar. Auch da gibt es noch keine Informationen seitens der Fluggesellschaft. Die Fluggesellschaft China Southern oder wie auch immer der Laden richtig ausgesprochen wird, die haben auch noch 5 A380 in der Flotte und davon befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich nur noch einer am Boden, also 4 wieder in der Luft. Und das ist damit in der Aufzählung tatsächlich die erste Fluggesellschaft, die aktuell aktive A380 hat. Das ist irgendwie schon fast so ein bisschen ironisch, denn diese Fluggesellschaft war definitiv nie als begeisterter A380-Kunde bekannt. Aber gut, dass da die A380 wieder fliegen, das ist wohl dann doch etwas mehr in den aktuell noch geltenden chinesischen Reisebeschränkungen begründet. Aber immerhin fliegt das Ding da wieder. Für den Rest der Fluggesellschaften können wir so ein bisschen Gas geben. Malaysia Airlines hat nach ein paar Frachtflügen auch all ihre 6 A380 geparkt. Die sind auch alle am Boden. Ob und inwiefern die Dinger wieder in die Luft kommen, keine Ahnung. Thai Airways steuert gerade in einen Restrukturierungsprozess. Ob die da mit all ihren 6 A380 wieder rauskommen, die aktuell ebenfalls alle am Boden stehen, das ist eher unwahrscheinlich. British Airways hat ebenfalls seit ein paar Wochen ihre 12 Airbus A380 am Boden. Vor ein paar Tagen ging jetzt allerdings eine Maschine aus dieser Flotte nach Manila in die Technik. Das ist womöglich ein gutes Zeichen. Wirklich konkrete Infos zur Zukunft der A380-Teilflotte bei British Airways gibt es aber auch nicht. Asiana Airlines oder Asiana oder wie auch immer die schon wieder heißen, die haben auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt 5 von 6 A380 am Boden geparkt. Dieser eine A380, der da noch fliegt, der tut das aber tatsächlich, soweit ich weiß, nur aus Trainingszwecken. Das klingt eventuell erstmal ein bisschen komisch, ist aber wohl so. Das liegt ganz einfach daran, dass die Fluggesellschaft keinen eigenen Airbus A380-Simulator hat.
was auch prinzipiell erstmal nichts Ungewöhnliches ist. Aber auch die Fluggesellschaften aus der Gegend haben aktuell keine Kapazitäten auf ihrem A380-Simulator. Das heißt, Asiana hält ihre fast 150 A380-Piloten ganz einfach mit dem echten Gerät fit. Gut, Zukunft des A380 bei dieser Fluggesellschaft ebenfalls ungewiss. Etihad Airways hat aktuell ebenfalls all ihre 10 Airbus A380 am Boden. Und gestern kam die Meldung, dass tatsächlich auch diese Fluggesellschaft ganz konkret in Erwägung zieht, den A380 nicht wieder in die Luft zu bringen. Bei Etihad Airways ist der A380 im Schnitt nicht einmal 5 Jahre alt. Dazu kommt, dass die Fluggesellschaft ja auch noch einige brandneue A350-1000 irgendwo in der Wüste stehen hat. Wann die übernommen werden, wann man die wirklich gebrauchen kann, das ist auch noch fraglich. ANA aus Japan hat ebenfalls all ihre A380 am Boden. Das sind zum aktuellen Zeitpunkt 2 Flugzeuge. Die dritte und letzte Maschine für ANA hätte jetzt schon dazukommen sollen. Die Maschine sollte eigentlich im April übergeben werden. Man wird das Flugzeug aber frühestens im September von Airbus übernehmen. Die 3 Flugzeuge sind alle noch sehr neu und werden auch nur auf einer Verbindung zwischen Tokio und Hawaii eingesetzt. Das ist eher ein ziemlich teurer Sonderfall, aber mal schauen, was daraus wird. Und dann bleibt tatsächlich nur noch Highfly. Die fliegen den aktuell einzigen Secondhand A380 und was in der jetzigen Situation noch sehr viel interessanter ist, sie fliegen den, aktuell zumindest, einzig aktiven A380 in ganz Europa und einen von nur wenigen aktiven A380 auf der ganzen Welt. Zuletzt wurde die Maschine genutzt, um medizinisches Equipment nach Europa zu bringen. Und damit sind wir mit unserer Aufzählung durch. Und ich merke selber gerade erst, wie die aktuelle Situation dem sowieso schon sterbenden Schwan A380 jetzt mal ebenso das Genick brechen könnte und höchstwahrscheinlich auch brechen wird. Dann ist das A380-Thema doch nochmal sehr viel schneller durch, als wir ursprünglich gedacht haben. Und der A380 wird wohl als sehr beeindruckender Fehltritt in die Geschichte eingehen. Einen persönlichen Kommentar möchte ich mir dann aber zum Ende doch noch erlauben. Man liest in der aktuellen Zeit, eigentlich schon seitdem das ganze 737 MAX-Thema läuft, auch unter diesen Beiträgen immer mal wieder Kommentare wie Airbus ist besser oder Boeing ist besser. Und das ist natürlich Blödsinn und auch nicht sonderlich differenziert. Gute bzw. sehr gute Flugzeuge können die beide bauen. Und auch wenn sich Airbus mit dem A340 und mit dem A380 in mehr oder weniger jüngster Vergangenheit 2 Flugzeuggroßprojekte erlaubt hat, die wirtschaftlich nicht annähernd so erfolgreich waren, wie man das ursprünglich mal geplant und erwartet hatte. Und auch wenn ein Qantas Flug 32 zum Beispiel zeigt, dass die Airbus-Systemarchitektur oder die Airbus-Systemphilosophie durchaus so ein paar Schwächen haben kann und so ein paar Zicken haben kann, sehr kompliziert werden kann, wenn dann irgendwann mal was kaputt geht, so macht es dennoch einen sehr großen und wichtigen Unterschied, ob man ein Flugzeugprojekt wirtschaftlich gegen die Wand fährt, weil man den Markt falsch beurteilt hat oder weil sich der Markt anders entwickelt hat, als man das ursprünglich mal erwartet hatte, oder ob man sicherheitsrelevante Problematiken aus Zeitgründen in Kauf nimmt. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielleicht waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.